Ja, Thorsten Fink ist ein super Typ, mit dem ich bei den Amateuren zusammenspielen durfte. Ich habe in den 2 Jahren, mit dem ich zusammengespielt habe, sehr viel von ihm gelernt. Und ja, war damals schon ein super Typ und ich denke, das führt er jetzt als Trainer auch fort. Leistet eine super erfolgreiche Arbeit bisher und hat jetzt auch einen super Job beim Hamburg SV bekommen und ich denke, dass er da auch mit der Mannschaft Erfolg haben wird. Zurzeit Deutschlands bester Stürmer und auch in Europa einer der besten Stürmer, denke ich. Ich hatte das Glück, mit ihm in der Jugend zusammen zu spielen, in der Jugendnationalmannschaft und auch beim SSV Ulm. Und ja, ist super, was er für den Weg genommen hat und auch ja, wirklich einer der besten Stürmer zurzeit. Habe ich viel zu verdanken. Ich habe unter ihm in Wolfsburg meine Bundesligaspiele gemacht. Er hat mich damals von Bayern Amateuren dorthin geholt. Und hatte dann ein super erfolgreiches Jahr. Und letztes Jahr hat er mich auch hier zur Spielvereinigung geholt. Nur leider war das Jahr dann am Ende nicht so erfolgreich, dass die Zusammenarbeit dann weiter Bestand hielt. Früher einer meiner besten Kumpels beim FC Bayern. Wir haben zusammen im Jugendhaus gewohnt und haben damals auch viele unternommen. Und ja, ist auch Wahnsinn, was er für einen Weg genommen hat. Ist schade, dass er jetzt verletzt ist, wird dem FC Bayern, denke ich, schwer fehlen, aber wünsche ihm alles Gute, dass er schnell wieder fit wird. Ja, ich bin in Heidenheim geboren, bin dann im kleinen Dorf 20 Minuten entfernt von Heidenheim aufgewachsen. Habe ansonsten eigentlich keinen großen Bezug zu Heidenheim, weil ich dann in der Jugend zum SSV Ulm gewechselt bin. Weil eben Ulm damals in der Regionalliga und dann in der zweiten Liga gespielt hat und Heidenheim dann ja, nur in der Landesliga gespielt hat und von daher war der logische Schritt für mich, nach Ulm zu gehen. Ja, an Kaltersehne habe ich gemischte Gefühle. Wir waren damals im DFB-Pokal in der Saison sehr erfolgreich, sind bis ins Halbfinale gekommen, hatten dort tolle Spiele, haben Bielefeld ausgeschaltet, Nürnberg ausgeschaltet. In Stuttgart im Elfmeterschießen gewonnen und dann das große Highlight in Dortmund vor 80.000. Im Halbfinale sind wir leider ausgeschieden, aber war, denke ich, ein super, super Erlebnis. Auf der anderen Seite sind wir in diesem Jahr aus der zweiten Liga abgestiegen und das war natürlich schon sehr bitter, weil wir eigentlich eine gute Mannschaft hatten, aber es leider nicht geschafft haben, die Leistung auf dem Platz zu kriegen. Ja, ich habe bis zu 20 alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen, habe circa 60 Junioren-Länderspiele gemacht. Waren auch wirklich tolle Erlebnisse dabei. Ich bin viel rumgekommen in Europa, habe gegen super, super Mannschaften gespielt, gegen nahezu alle großen Nationen und es war immer ein tolles Erlebnis, bei der Nationalmannschaft zu sein. Liechtenstein ist ein sehr schönes Land. Habe dort ein Jahr gelebt und Fußball gespielt. Zum Leben ist es wirklich sehr schön, es war sehr ruhig. Die nächstgrößere Stadt ist Zürich, da muss man dann schon eine Dreiviertelstunde, Stunde fahren, damit man ja, ein bisschen Leben hat, sage ich mal. Aber fußballerisch war ja, das Niveau nicht so hoch wie jetzt in Deutschland die dritte Liga. Heiko Herrlich ist ein sehr guter Trainer, sieht man da, wie er mit der jungen Mannschaft dieses Jahr arbeitet. Ich denke, dass er eine sehr gute Arbeit leistet und das sieht man auch. Ich denke, es haben uns nicht viele, viele zugetraut, dass wir diesen Erfolg, den wir bis jetzt haben, dass wir diesen erreichen. Allerdings sind wir erst in der Anfangsphase und ich denke auf jeden Fall, dass wir mit dem Trainer noch vieles erreichen können.